Weiter geht's. Ich hab den Stream jetzt auch aus, sonst bin ich die ganze Zeit abgelenkt. Sonst gucke ich da die ganze Zeit rüber. Und verbrennen wieder Bücher oder so. Gott, stell mal vor, du bist in der Situation und gehst diesen Wasserfall hoch. Ich muss gleich aber trotzdem noch mal in ihren Stream gucken, weil ich sehen will, wie die Farben werden. Sie macht die Farben ähnlich wie die, die wir schon haben, also von den ersten. Das ist nicht ein Fluss, das habe ich gesagt, ein See. Fluss. Aber irgendwo Wasserfall. Fluss. Wasserfall. Es kommt Wasser drin vor. Wo ist das Problem? Dennis müsste eigentlich seinen Namen zu 03NN15 ändern, damit er Dennis heißt. Ja, aber das sieht doof aus. Ich verstehe schon, warum man B genommen hat. Eine 8 sieht halt cooler aus. Die 0 vorne sieht halt doof aus. Oh, hi. Vertikal, horizontal. Weil er in Wirklichkeit Bennis heißt. Dann kann ich auch die 3 löschen, dann ist 0815. Steinerne Schwestern? Ach da! Da ist eine, da ist die andere. Okay. Okay. Ich wollte mich jetzt umbenennen, sind alles da weg. Richtig. The upper regions are through that entrance. You gotta go through Magna Forest first. Prison Island is at the Bionis Head, just above Magna Forest. It pains me to say it, but this is the point where I turn back. I must see to the survivors, and I'm also very concerned about Colony 9. I understand. Thank you for everything. I might have said a few things I shouldn't have back in the mine. Forgive me. No. It's okay. I owe you my life, young man. I'll never forget it, heir to the Monado. Medic, will you stay with them? Medic! I want to help Shulk. The Mekon must pay for what they did. And I'm sure Gaddo is still alive somewhere. If he is, I have to find him. Find him for me too. Good luck. Sharla, I want to go with Atharon. Are you sure? Yeah. I've never seen anything cooler than Shulk smashing Mekon with the Monado. But I'm just slowing you down. Gott sei Dank. No way, kid. You just need to shape up like me. It's okay. I've made up my mind. Compared to you guys, I know I'm pretty useless. But that's cool. Because I know what I can do. I'm gonna go back to the colony and help the survivors rebuild their lives. You'll do us proud, kid. Good luck, Juju. Thanks. Shulk, Ryan, keep Sharla safe for me. Also, alles gut, Kleiner. Sharla ist nicht besser. Alles gut. Dixon, are you leaving too? The Mekon may be gone from Colony 6 now, but that doesn't mean we've seen the last of them. When they launch another attack, and they will, Colony 9's gonna need my help. Yeah. I guess you're really needed at the colony. This ain't the last you'll see of me. You should be all right for now.
look after the Monado. You can bet on it. We won't let the colony down. You'll make us proud, Shulk. You, on the other hand, need to buck up your ideas. How else are you going to protect Shulk? Thanks for the heads up, Dixon. Good luck. See ya. Can't say I feel so good about deceiving these kids. What's that you say? Oh, just mumbling. Forget I said anything. Ich hab wieder in den Stream gelunzt. Ich wollte sehen, was für ein Pink sie nimmt, aber das sieht gut aus. So. Huch. Hom-Hom hier, wow. Gibt hier viele alte Ruinen von Hochentia. Sucht ihr seltene Sachen, um woanders teuer zu verkaufen? Was, ihr wollt zu Oberkörper von Bionis? Kann helfen, sogar umsonst. Nee, das glaube ich nicht. Um hochzukommen, muss man Hochentia-Initiationsritus machen. War früher Prüfung für Hochentia-Männer von Erwachsenen werden. Erst müsst ihr 4 Dingsbumse überall in Satol suchen. Die gehören auf Emblem, dort vor steinernen Schwestern. Natürlich können wir nicht einfach so hoch. Bei Händlern von Nobunaki könnt ihr Sachen für Reise kaufen. Ach, you don't say. Hier an dem Ort kriege ich irgendwie Xenoblade Chronicles 2 Vibes. Das ist wie das eine Vieh. Das hatte auch so, ne? Das war auch alles so blau. Dann hatte das so Bäume hier und Wasser überall. Das sieht aus wie das Vieh aus 2 hier, dieser Ort. Ich weiß nur den Namen nicht mehr. Wo war Quick Travel nochmal? Da nicht. Da auch nicht. Es gab einen Button für Schnellkarte, Map. Welcher war's? Y. Wir wollen zu Colony 9. Ja, einfach mal hier hin. Was will der Juwelenonkel? Jungspunde, lausche auf, ich habe Neuigkeiten. Ich habe etwas entworfen, etwas Großartiges, und zwar Baupläne für einen mobilen Ätherofen. Nanoreaktor, Kolonie 6. Natürlich. Er hat mir die Quest gerade gegeben und meckert jetzt schon rum, dass er keinen Nanoreaktor hat. Wo war Desiree denn nochmal? Wahrscheinlich ist die am Tag. Oh, da war aber eine Quest. What is it? So, was möchtest du? Komm, gib mir die Quest-Zusammenfassung. Bobek. Hör dich unter Bewohnern um. Okay.
komme mit einem Auftrag. Okay. Muss ich hier einen Stream anmachen? Was ist dein Lieblingskuchen? Oh, shit. Wenn was ist, schreien. So. Man kann, so, man kann Desiree im Diagramm verfolgen, wurde mir gerade noch gesagt. Das habe ich noch gelesen. Die Erdbeerschicht sieht nicht gesund aus. Komm jetzt! Warte doch mal ab. Da fehlen noch Schatten und alles. Das ist die erste Farbschicht. Außerdem müsst ihr gerade bedenken, ne? Ihr seht die Emotes gerade bei ihr sehr groß. Die werden sehr klein. Die sind im Twitch-Chat dann klein. Immer dran denken. Man sieht nicht alles so zu 100%. Was zum Erdbeerkuchen vom Lidl geholt, der sieht nicht anders aus. Nicht nur vom Lidl, allgemein so Supermarktkuchen. Ich muss dringend etwas loswerden. Habt ihr kurz Zeit? Es ist so, erinnert ihr euch noch an meinen Vater? Er hat hier früher jeden Tag den Hammer geschwungen, hat Maschinen gebaut und repariert. Und er war stolzer Besitzer von Zords Schmiede. Ach so? Die beste Schmiede in der ganzen Kolonie, meinten alle. Vor einem Jahr ist er im Krieg gestorben. Ich hatte keine Gelegenheit, seinen Tod zu rächen. Noch nicht mal seine Schmiede konnte ich allein weiterführen. Ich musste sie schließen. Deshalb suche ich jetzt verzweifelt nach einem neuen Lebensziel. Versteht ihr das? Danke, dass ihr mir zugehört habt. What? Plot Twist, Alter. What the fuck? Soll ich das Verfolgen wieder beenden? So. Damn! Dickes Blechgesicht war ihr Vater. Hast du noch was? Ich hab mich ja gewundert, dass das Spiel von sich aus das spoilert. Naja. Sind wir ganz ehrlich? Ich hätte nie wieder mit der geredet, wenn Kleiner was gesagt hätte. Hallo. Ihr wollt etwas über das seltsame Licht erfahren? Man erkennt doch sofort, um was es sich dabei handelt. Was für Licht? Gut, dass ich das nicht vorlese, es war mega unnötig. Ist jetzt eine Quest noch hier, wenn ich... Warte mal. Ah ja. Das Ausrufezeichen läuft. Hör auf zu laufen. Come and see. Narin sagt, ich soll mich selbst überzeugen. Wovon denn? Davon, wie gut die Jungs sich verstehen? Sie hat recht, Shulk und Rain sind echt die allerbesten Freunde. Ich bin ziemlich neidisch auf euch. Ich wünsche, Narin und ich würden uns auch so gut verstehen. Können Mädchen auch so eng befreundet sein? Was? Ja. Also möglichst, dann beweist es mir. Come and
Steige die Harmonie zwischen zwei weiblichen Gefährten. Ja, das wird jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. ich glaube, ich bekomme noch einen weiblichen Gefährten dazu. Ich weiß sicher schon, worauf ich hinaus will, habe ich recht? Es geht um Paola, sie fühlt sich in letzter Zeit so einsam. Ja. Was? Nein. sprich mit Paola. Habe ich nicht gerade erst mit... War das nicht Paola? Warum ist das Spiel so? Warum ist das Spiel so? Aber jetzt sollst du mit ihr reden. Davor konntest du. Jetzt sollst du. Papa hat euch sicher darum gebeten, nicht wahr? Warum kommt Papa nicht selbst vorbei, um mit mir zu spielen? Vielleicht bin ich keine gute Tochter? Das wird sein. Ich sollte mich nützlich machen und ein paar Monster vertrimmen. Am Klippensee treibt sich ein Teufelshasi drum. Aber das werde ich allein bestimmt nicht besiegen können. Würdet ihr vielleicht an meiner Stelle dagegen kämpfen? Ja, komm. Machen wir. Komm und sieh! Ihr hättet jetzt halt trotzdem immer ein Ausrufezeichen. Das nervt ein bisschen. Spätestens in einem Stream weiter habe ich das schon wieder vergessen und renne zu ihr hin, weil ich denke, oh, eine Quest, die ich abgeben kann. Ja. Im Teufelssee? Wo ist denn der Teufelssee? Dann macht die Quest doch gleich. Kann ich nicht. Weil ich keinen zweiten weiblichen Gefährten habe. Moment, hieß doch Teufelssee, oder? Oder, nee, Teufelshasid hieß das. Moment. Am Hügel auf dem Klippensee. Das war's. Da. Okay. Wirst du Kolonie 6 wieder aufbauen? Ich wusste nicht mal, dass ich Kolonie 6 aufbauen kann. Spoiler. Nee, vervollständigen konnte ich im Moorgebiet noch nichts. Da fehlen noch ein paar Sachen. Hast du vorhin weggedrückt? That's me. Heute nicht Progress angesagt. Ja. Entspann dich. Nicht die. Die. Nefi unterwegs zum Progress. Oh, ein Shiny. Ja! Lustigerweise bin ich nur so, wenn ich streame. Wenn ich Spiele alleine spiele, rush ich die voll durch. Ich weiß nicht warum. Assassin's Creed habe ich auch sehr krass durchgerusht eigentlich. Ich habe viele Nebenquests gemacht, aber ich glaube, ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Nebenquests einfach liegen lassen. Da unten. Überlebe ich das?
Ja. Sowas mache ich ja gar nicht. Also grundsätzlich nehme ich immer alle Nebenquests an, wenn ich selber spiele. Und wenn ich dran vorbeireite, mache ich sie eben. So, das ist mein Style. Soll ich das bei Assassin's Creed gemacht? Aber nur, wenn ich privat spiele. Obwohl ich das hier gerade auch mache. 230 Stunden Spielzeit nach allen Assassin's Creed Odyssey DLC ist 100%. Siehste, ich habe vielleicht 60 vom Main Game. Lass es 60 sein, nicht mehr. Vielleicht sogar weniger. Weiß ich schon, weil ich durch den Spielzeit der Story. Ja, siehst du? Und ich habe die Story gemacht. Ich habe einige Nebenquests gemacht und hauptsächlich Story. Und manchmal habe ich die Story nicht so gespielt, wie ich sollte. Dann sollte man sich entscheiden, zerstöre ich halt die Munitionslager oder zerstöre ich die Speer und ich habe halt direkt den Anführer ausgeschaltet. Ich habe vielleicht eine Quest geskippt oder so. Aber hey, wenn's geht. So. Paola glücklich, wir sind glücklich. Come and see. Let's go. Hey. So. Ciao, Mr. Chaos. Guten Hunger. So. Halt, stopp. Hole den blauen Leuchtstein aus dem Reich der Dexen. Gut, dann gehen wir jetzt zum... Ach, scheiße. Das meine ich. Wenn sie da sind, kann ich sie eben abhaken, weißt du? Ah. Oder ist das Paola, die jetzt hier steht? Nee, das ist Narin. Okay. Du redest von dem seltsamen Licht, wovon der... Okay. Ein seltsames Licht. Uff. Nehme ich die Quest da noch an. Dann kannst du auch gleich noch ins Flüchtlingslager gehen. Das sollten auch Quests sein. Imod ist schon richtig gut. Hör auf, das zu sagen. Ich muss gucken. So. Weiter geht's. Nehme ich die Quest an und dann gehe ich Progress machen. Hi there. Hallöchen. Mache ich mir Vorwürfe, arbeite hart. Meine kleine Schwester Doris, die hat sich neulich sogar beschwert. Sie meinte, ich würde hier meine Zukunft aufs Spiel setzen. Kenne ich.
Sidequest Progress? Nein, Hauptquest Progress. Ich gehe jetzt auch nicht ins Flüchtlingslager. Ich reise jetzt zum Sumpf. So. Dann folgen wir mal dem ersten Ausrufezeichen. But first... Gibt's irgendwie... Im Sumpf ist ja auch noch eine Sidequest. Gibt's ein... Ah ne, V sind ja die... Gibt's einen Button, womit ich die schnell rauskriege, die Edelsteine? Oder, wenn ich die Waffen verkaufe, werden dann die Edelsteine automatisch rausgenommen oder verkaufe ich die mit? Werden rausgenommen. Okay. Dann kann ich ja Waffen verkaufen ohne Ende. Kann ich die sortieren? Sortierung. Wert. Den ganzen Billo-Shit. KP, aber was war das mit der Pizza mit Werbung? Ich habe da noch gar nichts mitbekommen. Das war ein normaler Werbespot, der vor einem Stream lief. Es war einfach ein Spot, der mit Pizmeat komplett gezeichnet, animiert war von Prinzenrolle. Alle ausgerüsteten Juwelen wurden entfernt. Nice, okay. Das geht sehr schnell. Wenn ich etwas nicht verkaufen will, muss ich vorsichtig sein. Es gibt equippte und gesperrte Items. Ja. Bei den Händen sah das gerade sehr merkwürdig aus. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die Hände irgendwie richtig ausgerüstet habe bei ihm. Anscheinend nicht. Okay, hier scheint alles zu passen. Oh, sie hat aber auch noch. Oh, Scheiße. Die habe ich ja noch gar nicht ausgerüstet. Okay. Können wir die Sachen jetzt verkaufen? Sehr gut, dass er die Juwelen rausnimmt. So, jetzt habe ich Geld. Ein bisschen. Kann ich ja die Bücher nochmal kaufen.
Kannst die Bücher verkaufen, vielleicht liest du die so. So. Techniken. So, wir haben die Bücher gelesen. Ich muss oben die Fähigkeiten auch mal sortieren. Ich habe hier Sachen drin, wo ich mir denke, ja, Berserker könnte man ja eigentlich mal haben. Letztes Gefecht muss ich auch auf jeden Fall reinpacken, weil letztes Gefecht ist eigentlich ganz geil. Muss ich gleich mal gucken. Der will die Sachen, aber ich habe sie noch gar nicht benutzt. Gelesen. Bei ihr lassen wir das erstmal so mit dem Statuseffekt mit Schlaf und Schild und so. Ist schon ganz gut. 10.000! Ja, gut, warte mal. Da müssen wir mal Sachen lernen. Schnell Punkte weggehen, ne? Wir dann bitte unbedingt Orkanschlag machen. Orkanschneide, meinst du? Ich kenne die Namen nicht auswendig. Ich bin enttäuscht von dir. Bring mich die gelben Punkte jetzt zurück zu diesem Portal, wofür ich die vier Dinger brauche, oder bringen die mich zu den Dingern? Ich glaube nicht, dass sie mich zu den Dingern führen, deswegen kann ich den gelben Punkten nicht folgen. Wollte nicht zu den Dingern bringen. Oh, okay. Sieht nicht so aus irgendwie. Außer ich komme hier nicht lang zu dem Ding. Ach du großer Gott. Kackeule. I hope you can see me. Die Eule will spielen. Die scheiß Eulen. Da dachten die Spieleentwickler sich aber auch, wir setzen in jeden Baum 5 Eulen rein. Überhaupt nicht nervig. Bring it on!
Hammer! Beat! Shadow Eye! I'm really feeling it. Yeah, Shulk. Get stuck in. We can definitely do this. Like that. Chala! Nice one! Hey, don't hog all the glory. Ich schlafe. Kannst bitte aufhören? Okay, let's get going. Alter! Scream Edge! Minato, lend us your power! What's waiting? Now it's right time. Backslash! Es hört nicht auf. Boom! That's perfect for a chain attack. We're gonna knock your block off. How good are we? I'm powering up. Let's do this! Take this! Right! You're up! Yeah! Rock on, Sharla! My turn! Okay, perfect! Perfect! Yeah! Wow! Down! This is I'm really feeling it! Shulk, that's good! Now it's one time! Hauptsache die Eule schläft, aber fliegt dabei. Alright, I'm feeling it! Hammer! Now we're pulling together. That's right, Shulk. We're the best. Let's stay alert. Who else wants some? Ich glaube, ich kann nicht entscheiden, spielst du Xeno Quest oder Xeno Oil? Oil. Ich will doch nur gucken, ob ich dieses Harmoniegespräch machen kann oder nicht. Die ersten Eulen haben mich nicht eingeschläfert. Ist das ein Patschi mit dem Herz? Dann ist es Nefi Herz. Da ist eine scheiß starke Eule bei, oder? Nee. Oder? Doch. Wo kommt die her? Wieso? Was? Weg hier! Ja, ciao! Es ist Nacht geworden, deswegen. Na, danke. Hat sich ja gelohnt. Wieso schreibt Lu Musselmari in den Chat bei ihr? Ja, das ist Nefi Herz. Gut, ignorieren wir dieses Harmoniegespräch. Aber die greift mich jetzt nicht an, die hat kein Auge. Aber wieso haben die anderen, weil die direkt daneben saßen, ne? Dann kann ich ja eigentlich doch eben kurz rüber. Und gucken, ob ich das Gespräch machen kann.
Und die Kiste da mitnehmen. Ah ja. Hey, was mischen die sich einfach in den Kampf mit der anderen Eule ein? Ich dachte, das wäre tief genug. Oh, es füllt sich. Moment. Das ist ein Giftmoor. Moment. Keine gute Idee. Ich erinnere mich da an 2, da war das auch ein Problem. Oh. Mein Chat liest, ne? Oder kurz mal nach oben gucken. Dexen sollen mich mal ruhig in Ruhe lassen. Ja, die kann ich nicht in Ruhe lassen. Angenehm. Lass mich. Nein. Nein. Nicht der Knopf, der andere. Zum Glück waren wir weit weg. Alter. Wenn wir tagsüber hier lang gelaufen wären, wären wir von Milliarden Eulen angegriffen worden. Können wir skippen? Nee, ne? Baby. Yeah, nice going. Leave it to Ryan. Now it's Ryan's time. Now. Bring it on. Heal. Come on. Ich würde sagen, dreh dich mal wieder von mir weg. Ich will, dass du mit dem Rücken zu mir stehst. We can definitely do this. How's this? Gotta cool off.
Okay. Eat this. Let's sharp time. As a nail, Shulk. Get in there, Shulk. Warum ist die Kiste so groß? Yeah, I'm turning up the heat. You're really getting into this, right? Boom. Upper. Ha. Now. Eat this. I'm powering up. Now. Split edge. Now it's Ryan time. Shadow Eye. Now. Weil es die Goldkiste ist. Easy there, Ryan. Fire. Backslash. Yeah. Fire. Backslash. I'm powering up. This will leave a mark. Cigarette. Come on. Alright, I'm feeling it. Wieso hält der so viel mehr aus? Now it's Ryan's time. Eslash! Right, you're a lifesaver. It's over. Let's stay alert. Let's not lose our heads, though. Ooh. Schwer. Minus 18 Ether Abwehr. Uff. Ja, das war einfach. Hä? Willst du alle Fähigkeiten auf Max-Level bringen? Weiß ich nicht. Kann sein, dass es mich am Ende des Spiels überkommt und ich das wie bei Xenoblade Chronicles 2 offscreen grinde. Habe ich ja dann bei Xenoblade Chronicles 2 auch gemacht. Da habe ich ja offscreen auf Level 99 gegrindet. Um den Endboss dann irgendwie quasi zu one-hitten. War übertrieben, aber dann war der Endboss schon deutlich leichter. Ich dachte, für jeden Stein muss ich jetzt so eine endlose... Der 10er Bitcoin ist Level 99, ich meine, das ist vielleicht am Wimperschlag. Ja, weil man da irgendwie mehr... Ich gefühlt hatte man da mehr Möglichkeiten, sich das zu vereinfachen. Ich glaube auch hier, das wird hier schwerer. Nicht wirklich. Aber bei 2 war das schon echt easy. Oh nein, es wird Tag. Das heißt, die Gegner greifen mich alle wieder an. Die Dexen sind ja trotzdem da. Der Emote-Stream ist gerade angegangen. Ich hoffe, das hat man in der Aufnahme nicht gehört. Wahrscheinlich hat man es in der Aufnahme gehört. Ich werde hundertprozentig vergessen, das rauszuschneiden. Also wird man das kurz in dem Video hören.
Der lief gerade einfach wieder, obwohl ich pausiert hatte. Keine Ahnung, ob der Browser sich irgendwie dachte, ja, play. So. Wenn du es nicht herausschneidest, erwähne ich es in den Kommis nochmal extra. Sehr gut. My wife is getting hotter. Nein, mein Rifle. Der brutale Cornelius. Ach du Scheiße. Belasten. Danke. Könnt ihr den brutalen Cornelius mal umwerfen? Das wird gerade ziemlich brutal. Brutale tut Cornelius, Alter. Der tut voll weh. Healer, du musst healen. Healer. Nicht mich, ihn! Heil den Tank! Es ist Schala. Ja, merke ich. Und wieder ist bei Monado nicht ready. Heal Bullet. Ich kann heilen, aber nicht so viel. Mein Heal macht 500 oder so. Und es dauert ewig, bis ich ready bin mit dem Heal. Ah, oh, umgeworfen, endlich. Easy. Let's not lose our heads, though. Let's keep on going like this, guys. Also nicht easy, aber easy. Ich glaube, ich stehe wirklich auf Nacht. Soll ich dir sagen, sobald du Schalter gegen ein bisschen Healer eintauschen kannst? Wahrscheinlich, sobald ich den nächsten weiblichen Charakter kriege, oder?
Nope. Sobald ich den nächsten männlichen Charakter kriege. Ich hab. Der Stream ist gerade hier neben. Und ich sehe, dass sie den Herz-Emote fertig gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, wahrscheinlich hat sie gesagt, sie geht zum nächsten. Und Lou schreibt nur den Chat: Schlaffi! Das ist so Lou.